Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mond. Im letzten Part sind wir hier im Ula Ula Blumenmeer angekommen und dort haben wir auch gleich wieder neuen Nektar gefunden, roten Nektar, den wir unserem Koryuger gegeben haben, deswegen ist es wieder seine Form geändert hat und jetzt so aussieht und jetzt eben dann als zwei Typen den, oder eigentlich als Ersttypen sogar, fällt mir gerade auf, Feuer bekommen hat. Ziemlich cool das Ganze. Hat jetzt einige Resistenzen dadurch hinzubekommen, zwar auch ein paar mehr Schwächen, zum Beispiel Gesteinsschwäche hat es jetzt sogar vierfach, da ist es ein bisschen doof, und auch eine Wasserschwäche hat es hinzubekommen, aber ansonsten auch einige Resistenzen, deswegen ist schon ganz in Ordnung. So. Okay, du siehst mich gar nicht. Ich muss mit dir sprechen. Alles klar, dann richte ich halt an. Der duftende Nektar lockt offenbar nicht nur Choreogel an. Komm, trau dich nur. Okay, lockt er dich auch an, oder wie? Deswegen hat die gerade die ganze Zeit so gerochen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau. Hallöchen, du bist auf jeden Fall die Angestellte Patricia, okay? Oder Patricia, wie auch immer. So, drei Pokémon hast du, und zwar ein Quirtle. Quirtle, ich kann es nicht aussprechen. Damit beginnt sie, okay? So, du bist ja irgendwie Feuerboden oder sowas, und das ist ja eigentlich wunderbar. Dürre wirkt, okay? Weil Feuer ist ja gegen Feuer nicht so cool, deswegen, da habe ich jetzt eine Resistenz dagegen. Und Boden kannst du mich eh gar nicht treffen, deswegen, das sieht doch ganz gut aus für uns. Und ich kann dich immerhin neutral treffen. Deswegen mache ich es am besten auch gleich mit einem Windschnitt. So. Ja, geht eigentlich ganz gut klar, würde ich sagen. Ist der Flammensturm. Oh Gott. Okay. Hat jetzt sogar trotzdem einiges an Schaden gemacht. Man muss ja auch bedenken, dass gerade Sonnentag wirkt und dass deswegen Feuerattacken stärker sind. Aber es ist eben nicht sehr effektiv und deswegen ging das eigentlich in Ordnung. Ich werde dich auf jeden Fall früher besiegen können als du mich. Deswegen, das kriegen wir hin. So. Volltreffer sogar vielleicht. Ah, Volltreffer, wunderbar, okay. Sehr schön. Ja, die Volltreffer bei Windschnitt sind schon immer cool. Und über 1000 Erfahrungspunkte, sehr gut, das sehe ich immer gerne. So, ein Golkin kommt als nächstes. Da möchte ich ganz gerne auswechseln. Da bin ich jetzt dann doch mit Feuer nicht so cool dagegen. Da nehme ich dann einfach Arkup, würde ich sagen. Weil Arkup ist gegen Wasser-Pokémon immer gut. Ne? Also ich verwechsel ja nichts. Golkin ist die Weiterentwicklung von Goldini, ne? Ich meine schon. Das dürfte ich dann, glaube ich, doch noch wissen. Und da bin ich halt mit Arkup sehr gut dagegen. Genau. Hallo, Golkin. So, dann will ich sogar richtig übertreiben und Zerkraft machen. Ja, eigentlich ist es bei Akup wirklich sehr lohnenswert, für ihn die Zerkraft zu machen, ne? Weil ich dann eben bei Stromstoß keinen Rückstoßschaden erleide. Deswegen mache ich das auch so. Ich könnte es mir zwar auch aufheben für ihr letztes Pokémon, aber das passt schon. Gigawolf Funkensalbe. So, erstmal Wasserring, okay. Aber das ist nicht so schlimm, weil du wirst eh gleich sterben. So, Wasserring bewirkt ja, dass ich immer wieder heilen kann. Aber eine Gigawolf Funkensalbe mit Stärke 190 oder so, sehr effektiv. Und Step wird das Ding eh nie überleben. Nicht mal ansatzweise. Und deswegen, ja, Akku pau schon drauf. Gigawolf Funkensalbe. Yay, keine Chance. Sehr gut. Hat eigentlich Golking noch einen zwei Typen außer Wasser? Weiß ich gar nicht genau. Keine Ahnung. Aber hat trotzdem ausgereicht. Passt also. So, Fully Purba. Oh Gott. So, Fully Purba ist wieder ein Evoli-Ding, glaube ich. Oder ist es ein Evoli-Ding? Ich meine schon. Das ist doch das Pflanzen-Ding, oder? Ist das? Ich guck mal ganz kurz nach. Ich bin mir gerade unsicher. Moment. Es ist das Pflanzen-Ding. Genau, okay. So, dann wechsle ich. Und was habe ich gegen Pflanze? Auch nicht so viel, glaube ich, ne? Was habe ich da dagegen? Feuer? Ja gut, Amphira ist halt ganz gut dagegen. Wenn es nicht paralysiert wäre. Oder auch noch Gift, also ja, ist das sehr gut. Oder Eis oder Käfer. Okay, Akku ist sogar auch ganz gut. Weil Amphira ist halt leider paralysiert und ich war zu faul, Amphira zu heilen. Deswegen, dann bleibe ich einfach drin mit Akku. Yep. Wow, cooler Ruf. Aber Fully Purba hat schon auch drauf. Mal gucken, wie ich mir jetzt hier anstelle mit meiner Kreuzschere. So, Gigasauger. Okay. Das macht aber gar nicht so viel Schaden. Hat ja auch volle KP gehabt, deswegen keine Heilung. So, Kreuzschere. Okay, reicht nicht ganz aus, aber Fully Purba hält auch, obwohl es ein Volltreffer war. Wow. Also, okay, okay. Fully Purba oder allgemein, ich glaube, alle Evoli-Entwicklungen ungefähr haben echt sehr gute Defensivwerte. Vor allem aber das Ding. Das ist schon sehr heftig. Und ich mache noch eine Kreuzschere, weil das sich ja gleich vielleicht wieder hochheilt. Ne, Zauberblatt benutzt jetzt, okay. Das geht aber in Ordnung, jetzt lieber nochmal Gigasauger machen sollen. Und jetzt eine Kreuzschere reicht aus. Yay! So, das gibt jetzt auch sehr viele Erfahrungspunkte, glaube ich mal. Auch bestimmt wieder über 1000. Ja, 1252 sogar. Und dann 35 für Akkub. Yay! Sehr gut. Und schönes Level Up. Eine solche Niederlage inmitten eines wunderschönen Blumenmeers. Es gibt ein trauriges Bild ab, was? Ja, schon irgendwie. Tut mir leid. Naja. So, wen habe ich vorne nochmal? Keugel immer noch.
Ja, ich nehme mal Krabox nach vorne. Einfach mal so würde ich sagen. Ich sollte, glaube ich, mal Amphira kurz wieder schnell heilen. Weil ich dann doch Amphira das eine Mal benutzen sollte. Und zwar mit, ich muss nur wieder finden, mit einem Paraheiler. So, okay. Ging ja ganz schnell. So, da hinten war dann, glaube ich, nochmal ein weiterer Trainer, habe ich schon gesehen. Es gibt ja hier im Blumenmeer auch wieder so einen Trainer, den ich halt besiegen kann, wenn ich alle anderen besiegt habe. Hier ist, glaube ich, noch einer gewesen, ne? Genau, du nämlich. Bist auch eine Trainerin. Hallo. Hast du eine Ahnung, welches wohl das stärkste aller Pokémon ist? Naja, Arceus vielleicht einfach. Keine Ahnung. Oder halt irgendeine Mega-Entwicklung. Mega Mewtwo, X oder Y. Eins von beiden ist ultra stark auch. Keine Ahnung. Naja, gehöre immer vor dich raus. Aber man kann natürlich trotzdem nicht sagen, dass das wirklich definitiv das stärkste ist. Man kann halt die Werte zusammenzählen und sowas. Aber es ist halt trotzdem. Ich meine, trotzdem ist es halt auch eine Frage des Geschmacks. Und man muss halt immer abwägen, gegen was es dann effektiv ist und gegen was nicht und so weiter. Deswegen, es gibt keine definitive Antwort darauf. Ganz einfach. So. Eis ist gegen Kampf neutral, aber Kampf ist gegen Eis sehr effektiv. Du bist nämlich Eis, Sneebel und nochmal irgendwas. Ich weiß nicht, was noch. Aber du bist, oder vielleicht auch, doch nur Eis. Vielleicht bist du sogar Eiskampf oder. Nee, ich weiß nicht genau. Aber ich bin auf jeden Fall oder ziemlich sicher sehr effektiv gegen dich. Deswegen benutze ich keine Z-Kraft, brauche ich nicht, mache einfach einen normalen Durchbruch. Du bist aber bestimmt schneller, bist du? Ja, Kreideschrei. Was denkt es nochmal? Verteidigung, glaube ich, oder sowas, oder? Verteidigung, genau, stark sogar. Aber ein Durchbruch reicht vielleicht sogar schon aus einfach. Ja, tut es wunderbar, okay. Sehr schön. Ja, ich glaube eben, Sneebel ist Eis und halt nochmal irgendwas eventuell, aber hat ausgereicht. Passt also. Also, ich kann mal kurz nachgucken, vielleicht wieder. Und jetzt, was für ein Ding? Koalelu. Okay, ein Koala. Das kann sogar sein. Es ist übrigens Unlichteis. Okay. Kampf ist gegen Unlicht. Ah, Kampf ist gegen Unlicht auch. Achso, das war vierfach stark. Okay, alles klar. Auf jeden Fall, Koalelu, ja, ich weiß, dass es ein neues Koala-Pokémon hier aus der siebten Generation gibt. Ich bleibe einfach mal drin. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, was du jetzt hast. Ich bleib mal drin. Und das ist es. Ja, genau. Es gibt eben da so ein neues. Also, es ist neu aus der Generation. Dauerschlaf. Im Halbschlaf. Okay. Alles klar. Ich werde mal trotzdem, glaube ich, währenddessen so ein bisschen nachgucken, was du denn für eine Typkombination hast. Also, bist du vielleicht normal einfach oder sowas? Ja, ich bin aber zu blöd, das einzugeben, weil der Name so eklig ist. Koalelu. Ja, ich greife einfach mal mit Durchbruch mal schnell an. Und währenddessen gucke ich jetzt kurz nach, wenn ich es hinkriege. So, Tiefschlag. Okay, das, ja, ist gar nicht mal so schlecht. Obwohl es nicht sehr effektiv ist. So viel Schaden, das ist ziemlich gut auf jeden Fall. So. Und es ist sehr effektiv. Ja, also bist, glaube ich, einfach wirklich normal. Aber trotzdem habe ich dich nicht besiegen können. Aber du hast mir sehr viel Schaden machen können. Ja, du hast einfach nur normal, genau. Richtig. Und es gibt eben erst seit der siebten Generation, hat auch keine Entwicklung. Also ist sehr, sehr interessant, das Ding, auf jeden Fall. Was bewirkt denn die Fähigkeit von dem eigentlich? Dauerschlaf. Sie verhindert, dass es von einer anderen Statusveränderung als Schlaf betroffen sein kann. Okay, ich kann es nur einschläfern, aber ich kann es zum Beispiel nicht paralysieren oder vergiften oder irgendwie sowas. Interessant. So, noch ein Durchbruch. Nochmal Tiefschlag, okay. Ja, heißt es, ist mehr Schaden gemacht? Keine Ahnung. Aber du stirbst auf jeden Fall. Yay, sehr gut. So, und auch wieder viele Erfahrungspunkte. Ja, ist echt cool. Dass meine Pokémon immer viele Erfahrungspunkte bekommen, weil halt ich auch nicht overlevelt bin oder so. Underlevel zwar auch nicht wirklich, weil ich hab ungefähr dasselbe Level wie die Gegner. Aber dementsprechend kriege ich halt schon ziemlich viele Erfahrungspunkte, das ist echt ganz schön. Das war schon mega stark, keine Frage. Aber irgendwie nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Okay. Tut mir leid. Ich weiß nicht genau, was ich sagen soll. Aber gut. Für mich sind fluffige Pokémon einfach die besten. Okay, die ist irgendwie komisch, die gute da. Wie komme ich denn zu einem Item dahin? Wahrscheinlich hier komme ich. Genau, hier kam ich runter. Ich habe sogar. Warum habe ich zwei Wege? Oder ist hier. Nee, hier ist eine Sackgasse. Oder? Da ist eine Sackgasse, ja. Aber mache ich mal kurz gucken. Wen habe ich jetzt vorne? Immer noch Krabox. Ja, dann machen wir mal Sangabo nach vorne. So. Ist da vielleicht ein Item oder eine TM sogar, die auf mich wartet? Ne, ein Item erstmal nur. So. Und zwar X-Spezialverteidigung. Okay. Aber hier ist jetzt ja hohes Gras. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier im hohen Gras andere Pokémon finden kann, als im Blumenmeer selbst. Weil im Blumenmeer habe ich ja hauptsächlich Coralgel und sowas gefunden. Was finde ich hier? Wieder, okay. Ja, ich weiß, vielleicht habe ich auch jetzt einfach Pech in Anführungszeichen gehabt. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt hier eben im hohen Gras sogar andere Pokémon finde, als eben in diesem Blumenmeerabschnitt da. Naja. Ja, wir hauen wieder drauf, würde ich sagen, mit der ewigen Nacht. So, du machst Duplex-Hieb, aber ja, irgendwie kann Choreokill gegen Sankabu nicht arg viel ausrichten. Also eigentlich müsste man schon meinen, dass so ein Choreokill zumindest eine Flugattacke hat. Aber irgendwie ist es entweder zu blöd, die einzusetzen, oder es will nicht, oder es hat wirklich keine. Weil ich meine, Flug ist ja neutral gegen meinen Sankabu und das wäre jetzt besser als Duplex-Hieb, was null effektiv ist, wegen Geist. Aber gut, ich will ehrlich gesagt mich nicht beschweren. Ich bin zufrieden damit, wenn meine Gegner Blödsinn machen, das ist in Ordnung.
Okay. So, guter Bereich. Dann am besten hauen wir noch eine Psychokinese einfach mal raus. So. Ja, ich hätte eher Spukball machen sollen. Spukball ist nämlich besser wegen Step. Weil beides ist ja normal effektiv. Aber Spukball macht mehr Schaden, weil es eben Step hat, wie gesagt. So, wie viel machen wir jetzt? Ja, nicht so viel nämlich, genau. Ja, ich muss einfach hoffen, dass du jetzt nicht nochmal Ruheort machst. Okay, sehr gut, du bist dumm. Ich glaube, ein Spukball reicht sogar aus, oder? Ich meine schon. Ja, reicht aus. Sehr gut. Yay! Okay. Und auch knapp 1000 Erfahrungspunkte für so ein wildes Choreogel. Das ist echt heftig. Ja, genau. Kann man eigentlich hier wilde... Blödsinn. Jetzt wollte ich sagen, wilde Items finden oder so. Nee. Nicht wilde Items, einfach halt irgendwo unsichtbare Items. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Nicht wild. irgendwo finden. Ich glaube eher weniger, oder? Ich habe ja auch hier nicht arg viel Platz immer. Nee, offenbar nicht. Vielleicht hier bei dem Abschnitt am ehesten noch. Aber da habe ich sogar auch nicht wirklich. Ich gehe mal trotzdem hier mit Bissbug einfach durch. Okay. Sankabu ist immer noch vorne, ne? Aber hat ja keinen Schaden genommen. In dem Kampf gerade eben, deswegen das passt. Oh, ein Ledian, okay. Alles klar. Das ist ja ganz schön. Du bist ja Flugkäfer. Und mit deinen Käferattacken kannst du jetzt nicht arg viel gegen mich machen. Weil das ja nicht sehr effektiv ist gegen mich. Mit Geist, stimmt's, genau. Flug ist halt neutral, das könnte ein bisschen Schaden machen. Ich kann halt ihn auch nur neutral treffen, leider. Aber ich mache am besten wieder Z-Kraft, würde ich sagen. Und hau wieder eine ewige Nacht raus. So, Staffette. Fehlgeschlagen, keine Ahnung, ist wahrscheinlich eine Normalattacke oder sowas. Oder Kampf vielleicht sogar, kein Peil. Aber hat er keine Wirkung, deswegen ich nehme mal an, eben Normal oder Kampf. So, ich kann mal kurz nachgucken, was Staffette für einen Typen hat. Während hier ewige Nacht kommt, normaler Angriff, genau, okay. Nicht mal die Hälfte, wow, du hast einiges auf dem Kasten. Ist da noch ein Spukball? Silberhauch. Ja, das ist eine Käferattacke, glaube ich. Das geht in Ordnung. Ja, okay. So, Spukball, das wird nicht ausreichen, aber zumindest ein Viertel jetzt. Sodass ein weiterer ausreicht? Ja, es wird eng. Aber ich glaube, ein weiterer dürfte schon ausreichen, oder? Nochmal Staffette. Ja, du bist ziemlich dumm. So. Und? Ja, komm, Mann! Jetzt holst du auch noch... Oh, ich kann kotzen, du blödes Ding. Wehe. Danke, okay. Weil das hält nämlich echt einiges aus. Habe ich schon mal eins gefangen? Habe ich schon, ja, okay. Ich kann es also einfach besiegen. Gut, nochmal Spukball. Oder, ja, eigentlich eher Psychokinese. Würde ich sagen, weil ich mir bei Spukball ein bisschen die AP aufheben muss sogar mittlerweile. Von Silberhauch, okay. So, und jetzt stirbt. Yay! So, dürfte auch sehr viele Erfahrungspunkte geben, würde ich mal schätzen. Ja, auch knapp 1000 wieder. Und damit schon Level 35 für Sankabu. So macht das Level doch Spaß. Okay. Yay! Ja, Sankabu kriegt auch keine so guten Level-Ups, muss man zugeben. Ist natürlich auch nicht entwickelt, muss man zugeben. Ich glaube ja, dass sobald sich ein Pokémon entwickelt, dass es dann auch wirklich sehr, sehr viele Wertsteigerungen noch bekommt. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wann man es entwickelt. Weil ich meine, es ist ja auch so, dass man die Entwicklung eines Pokémon ja auch aufhalten kann. Und wie genau ist denn das nochmal? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, da gibt es auch irgendwie so eine komische Regel. Weil wenn ich nämlich ein Pokémon erst später entwickle, dann bekommt es aber trotzdem dann, wenn ich es entwickle, dann ganz viele Wertsteigerungen auf einmal hinzu, um das quasi wieder gut zu machen, dass man es halt lange Zeit nicht entwickelt hat. Ist es nicht so? Irgendwie? Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Sonst habe ich hier zwei Wege. Wo sind jetzt eigentlich hin? Wo geht's hier hin, gute Frau? Dieser Tempel ist total verfallen. Ich frage mich, was hier passiert ist. Okay, ich will mal kurz jemand anderen nach vorne packen. Und zwar Primarina hat sogar noch 34, deswegen da mal... Oder eigentlich immer eher am 4er, würde ich sagen. So. Wo geht's jetzt hier hin? Ich denke mal, ich muss eher nach oben eigentlich. Sonnenkreissee. Okay. Hier ist eine epische Musik auch. Oha, du hast so, Blödsinn, du bist doch der Trainer, der immer im Pokémon Center vorbeischaut. Obwohl der Tempel so heruntergekommen ist, verschlägt er einem immer wieder oder immer noch die Sprache. Auf den ersten Blick sieht er völlig unscheinbar aus, aber genau deshalb drängt sich mir der Verdacht auf, dass er irgendein Geheimnis birgt. Okay. Sehr interessant. Ja, das wirkt so, als wäre das hier Bonus. Und das wäre jetzt nicht der richtige Ort oder so, keine Ahnung. Was ich übrigens ein bisschen blöd finde, ist, wenn man auf Bissbug sitzt, da kommt immer dieselbe Musik. Weil die Musik hier ist nämlich ziemlich episch und cool und so. Und ziemlich mysteriös. Ja, genau. Aber auf Bissbug kommt dann so eine fröhliche Musik. So, so irgendwie, naja. Wir gehen mal kurz hier rein. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt? Kommen hier wilde Pokémon? Ich habe ein bisschen Angst. Irgendwie. Hier ist der TM einfach so. Und zwar Psychoshock, okay.
Schreiben wir mal kurz an, was sie so kann. Auch wenn ich leider kein Psycho-Pokémon dabei habe, aber dennoch. Anwender erzeugt eine seltsame Energiewelle, die dem Ziel physischen Schaden zufügt. Moment, was? Die dem Ziel physischen Schaden zufügt. Obwohl es speziell ist. Aha. Aber kann eh keiner erlernen. Und dann noch Kreuzschere, das hat er schon Akkup, deswegen das passt schon. Okay. Ja, wo bin ich jetzt hier? Ich weiß nicht. Aber es ist interessant, hier spielt es die Musik weiter. Wieso eigentlich? Hier kommt keine Bismarck-Musik. Ah, doch, jetzt schon. Ja, vielleicht deswegen, weil ich schon mit Bismarck den Raum betreten habe. Das ist auch irgendwie interessant, dass sie das nicht gemacht haben. Dann, naja, okay. Wo geht's denn hier jetzt hin? Ich habe ein bisschen Angst. Wo bin ich denn? Was zum... Voll der lange Gang? Wo bin ich denn? Ich habe Angst, Leute. Ich habe echt Angst. Aber wilde Pokémon-Kämpfe gibt es ja offenbar keine. Weil ich bin jetzt schon hier sehr lange durch die Gegend gelaufen. Okay. Irgendwie, das ist ein ziemlich wichtiger Ort, glaube ich jetzt mal. Sieht zumindest so aus. Ist es doch richtig? Irgendwie gibt es auch keine Meldungen mehr, wo ich jetzt immer bin. Ansonsten steht da immer dran, an welchem Ort ich mich gerade befinde, aber hier irgendwie gar nicht. Das ist echt komisch. Ich meine, es gibt hier auch kein hohes Gras. Also keine wilden Pokémon-Kämpfe. Bin echt verwirrt. Was? Okay, ich gehe mal kurz wieder runter. Da oben sind wir offenbar jetzt angekommen auf so einer Art Podest oder sowas. Ja. Oh Gott. Was ist denn das für ein Ort? Okay. Der wird mal später bestimmt nicht mehr wichtig werden oder so. Nee, gar nicht. Ich weiß, passiert da jetzt schon irgendwas, wenn ich da jetzt hochgehe? Nein. Okay. Dann gehen wir mal wieder. Aber diesen Ort merken wir uns. Weil der ist ja höchst interessant. Ja, da ist extra hier so ein mega langer Gang. nur, dass wir dann am Ende nichts finden können. Ja, aber ich verwette mit euch alles, was ich habe. Meinen gesamten Besitz, dass man hier später im Spiel nochmal irgendwie irgendwann was machen kann. Na, die machen ja nicht umsonst hier so einen interessanten Ort hin und packen da dann gar nichts hin. Sehr, sehr komisch und interessant. Aber na gut. So. Bevor wir jetzt aber dann gleich da nach oben weitergehen werden. Will ich nochmal kurz in den Süden vom Blumenmeer gehen, denn dort ist eigentlich hier noch ein Item, ne, oder? Habe ich gerade geguckt? Ne, ist ja keins, genau. Will ich nochmal kurz in den Süden gehen, denn dort können wir noch gegen einen Trainer kämpfen, da wir jetzt alle anderen Trainer hier auf der Route besiegt haben. Deswegen, das will ich noch ganz gerne machen. Oder nicht Route, aber halt hier in diesem Gebiet, meine ich. Saphira ist vorne und das passt eigentlich. Soll ich mal kurz wieder durchheilen? Wen habe ich denn jetzt nicht? Grabox ist ein. Ja, sind ziemlich viele angeschlagen. Ja, aber die sind eh schon auf 35. Ich werde mal Koryogi kurz heilen, weil er noch Level 34 hat und ich dann eventuell ihn halt benutzen will am ehesten. Na, ich hätte auf Regenerieren übrigens gehen sollen. Fällt mir gerade auf, aber passt schon. So, Trank. Und noch ein Trank. So. Werde ich jetzt den Kampf quasi nur mit Amphira, Primarine und Koryogi machen. Aber es kriegen die drei schon hin, oder? Ich schätze mal schon. Die decken eigentlich ziemlich viele Typen ab. Das passt schon. Ah, mein Glückwunsch, du hast alle Trainer im Blumenmeer besiegt. Dann verrate ich dir jetzt das Rätsels Lösung. Ich bin aus einem einzigen Grund hier, um zu kämpfen. Weil ich auf einen Trainer mit deinem Schneid gewartet habe. Wie wäre es mit einem kleinen Pokémon-Kampf zwischen dir und mir? Gerne. Mein Spezialgebiet, hitzige Kampftaktiken mit dem Heißorb. Meine Abschläge haben so viel Schwung wie Leidenschaft in sich. Mit dem Heißorb. Was kann der Heißorb nochmal? Das sollte ich, glaube ich, auch kurz mal nachgucken am besten, dass ich da jetzt dann gleich Bescheid weiß. Der Golfer, was für ein Ding? Harry oder Harry, wie auch immer. So, das Pokéwiki lädt aber gerade irgendwie nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich. So, oh nein, nicht schon wieder so ein. Och Mann, ey. Ach Gott, ey, diese blöden Hariyamas immer, die hasse ich so sehr. Ich weiß nicht noch, was kann denn der Heißorb? Haben wir nicht auch schon mal so einen bekommen sogar? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin auch zu blöd, das einzugeben wegen dem scharfen S. Das aus. Ja, ist egal. Werden wir schon noch sehen. Ich bin auf jeden Fall neutral gegen dich. Ja, das Problem ist halt, dass Amphira eine Kampfattacke so gar nicht überleben wird von dem Ding. So überhaupt nicht. Und ich meine, ich bin zwar wahrscheinlich schnell, aber ich kann das nicht mit einem Schlag besiegen, bin ich mir ziemlich sicher auch. Ich könnte halt jetzt einfach eine Sackkraft machen und dem viel Schaden machen, aber ist das wirklich Sinn der Sache? Das weiß ich halt nicht genau. Soll ich eher Toxin vielleicht machen? Ich weiß, vielleicht wäre sogar Toxin echt besser. Erstmal. Ich weiß noch nicht. Ja, ich mache erstmal Toxin. Würde ich sagen. So, Mogelhieb, okay. Na, no, Mogelhieb ist super nervig. Ja, weil Mogi darf er ja immer zuerst. Aber er ist verbrannt. Okay. Durch den Heißorb. Hä, was? Der Heißorb bewirkt, dass man sich selber verbrennt? Moment. Ich muss jetzt kurz nachgucken, was der kann. Ich bin nur zu doof, das einzugeben. So, jetzt hier. Moment. Hab's gleich. Kann sich nur noch
um Stunden handeln. So. welches in Pokémon Diamant und Perle eingeführt wurde? Herzlichen Glückwunsch, was kann das denn? Der Heißorb setzt den Träger am Ende der Runde in Brand. Diese zunächst negativ erscheinende Wirkung kann in Kombination mit bestimmten Attacken und Fähigkeiten sinnvoll sein. So, erhöhen die Fähigkeit Adrenalin, Notschutz, Rasanz und noch einige weitere, irgendwas, Synchro, blabla, nicht geeignet hinsichtlich der Attacken wie Trickbetrug und Wechsel dich in Frage. Okay, alles klar, also es kann einen selber in Brand versetzen. Aber das kann dann auch Vorteile haben, wenn man die richtigen Attacken hat. Das ist sehr, sehr interessant, das Prinzip. Das heißt auch, dass ich jetzt Toxin gar nicht mehr machen kann. Das ist auch ein bisschen doof. Ja gut, dann mache ich halt doch den Funkenflug, würde ich sagen. Oder halt die Zeckkraft, würde ich sagen. Die dynamische Maxi-Flamme. Okay. So, ich bin schneller, ja. Das ist sehr, sehr interessant. Der Heißorb bewirkt, dass man am Ende der Runde sich selbst in Brand versetzt. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Vielleicht sollte ich sogar jetzt dann Primarene benutzen und die Verbrennung von ihm wieder wegnehmen, weil offenbar hat der Trainer ja eine fiese Taktik, dass er irgendwie davon profitiert, dass sein Hariyama jetzt verbrannt ist. Und vielleicht sollte ich so fies sein und mit Primarene ihm die Verbrennung wieder wegnehmen. Das wäre ziemlich witzig eigentlich. So, Abschlag. Ja, das tötet mich wahrscheinlich. Ich lebe sogar noch, okay. Ja, aber Abschlag ist ja jetzt keine Attacke, wo er profitiert von der Verbrennung. Ich bin verwirrt. Ich sollte, glaube ich, mal kurz Sankabu mal so reinwechseln. Weil Sankabu ist nämlich auch ziemlich gut gegen Hariyama, weil er ja mit seinen Kampfattacken Sankabu gar nicht treffen kann. Und Feuer ist gegen Sankabu ja auch nicht so cool, falls er irgendeine Feuerattacke haben sollte oder so. Deswegen, ich nehme mal dann kurz Sankabu mal schnell rein. Weil ich meine, irgendwann würde ja einfach Hariyama selber sterben durch die Verbrennung. Ich weiß noch nicht genau, was jetzt seine coole Taktik ist. Er hat ja gesagt, Psycho ist ja auch sehr effektiv sogar, genau, cool. Er hat ja gesagt, dass er irgendeine coole Taktik hat mit dem Heißorb, aber ich sehe den noch nicht. Keine Ahnung. So, Armstoß, ja, sehr gut. Kampfattacke, wunderbar, habe ich gut predicted. So, du bist aber halt schneller als ich und eventuell kannst du einfach mal einen Sankabu töten, das wäre nicht so cool. Aber vielleicht auch nicht, wir machen einfach mal Psychokinese. Abschlag. Ah, ne, Abschlag, achso, Abschlag ist gar... Abschlag, was ist Abschlag dann? Scheiße, ist das Unlicht? Nee, keine Ahnung. Sorry, Sankabu, ich dachte, Abschlag wäre Kampf. Also Unlicht, scheiße. Ach man, diese fucking Unlichtattacken immer. Ja gut, dann halt einfach... Choreogel. Mit einem Windschnitt dürfte schon sehr viel Schaden machen. Ja, ich nehme mal Choreogel dann. Ja. Und ich meine, die Verbrennung habe ich ja auch noch. Oder halt er halt auch noch. Deswegen, eventuell würde er dann gleich sterben. Ich hoffe es zumindest. So, schneller bin ich auf jeden Fall. Und es reicht einfach aus. Wunderbar. Okay. So, ich habe jetzt ich habe meine Zeckkraft zwar nicht mehr, aber jetzt gleich kann ich ja einfach wechseln zu einem Pokémon, das da eben gut geeignet ist gegen sein nächstes. So, aber wie gesagt, bisher habe ich noch nicht da jetzt eine coole Taktik erkannt. Das war jetzt eher negativ für ihn. So, Amphira kriegt auch einige. Und dann krieg ich noch ein Simsala entgegengehauen. Okay. Simsala ist einfach nur Psycho. Was habe ich da dagegen? Moment. Da habe ich Käfer, Geist und Unlicht. Käfer, Geist und Unlicht. Ja, ich könnte einfach wieder Akkupalt nehmen. Was mit Primarine? Ist Fee da nicht irgendwie toll dagegen? Nee. Wie ist es mit Psycho gegen Fee? Ist neutral. Es wär beides neutral. Ja, aber so ein Simsala hat schon ziemlich drauf. Muss man zugeben. Deswegen, ich nehme da mal eher Akku rein. Würde ich sagen. Ja, Simsala ist halt fies, ne? Simsala ist einfach sehr stark, natürlich. Ja, ich mach's mal so. Mal gucken. So, Akku. Dann mal los. So, Simsala. Dürfte aber auch dann ziemlich viele Erfahrungspunkte geben, schätze ich mal. So, dann machen wir eine Kreuzschere. Ja. So, du machst Psi-Strahl. Okay. Oh, fucking Volltreffer. Warum? Ach, du blödes Ding. Okay, der hat auch einen Heißorb. Warum diese scheiß Volltreffer? Ich hasse es. Gott, Mann, ey. So, ja, dann mach ich mal, teste mal kurz Primarine mal schnell, außer Primarine da eine Chance gegen hat. Wir sind beide neutral, aber ich habe halt dafür auch, ich meine, Simsala ist sehr stark, aber Primarine ist auch sehr stark, finde ich, deswegen, vielleicht kriegen wir es da hin. Mit der, ja gut, ich meine, Schaumserenade heilt ihn jetzt wieder von der Verbrennung, ne? Aber eventuell profitiert er sein Simsala davon, deswegen, ich mach das jetzt mal. So. Trickbetrug. Fehlgeschlagen. Okay, was kann Trickbetrug? Ich habe keine Ahnung, ich bin jetzt auch zu voll nachzugucken. Passt schon. Mehr als die Hälfte der Unverbrennung wurde geheilt. Okay, stimmt. Er ist gleich wieder verbrannt, weil der Heißorb macht das nämlich jedes Mal. Okay, aber ich meine, so eine coole Taktik ist es jetzt nicht von dem. Also ich bin mir schon ziemlich sicher, dass man da schon sich irgendwelche tollen Taktiken theoretisch... Was ist denn Trickbetrug? Keine Ahnung. Sich theoretisch irgendwelche tollen Attacken da überlegen kann. Aber irgendwie hat er es jetzt nicht wirklich gemacht.
sich tolle Taktik zu überlegen. Naja. Okay. So, Level 35 für Primarene. Yay! Sehr gut. Puh. Genau wie ich befürchtet hatte. Ich bin völlig ausgebrannt. Naja. Das war jetzt echt sehr interessant. Also wie gesagt, da kann man bestimmt Taktiken machen. Irgendwie stand auch im Pokewiki mit irgendwelchen tollen Fähigkeiten, aber hat er nicht gemacht. Naja. Das habe ich mir gedacht. Das ist Potenzial in dir, ein würdiger Erbe meines Heißorbs zu sein. Ah, ich kriege ihn auch. Ja, es war richtig von mir, hier zu warten. Hier, mein Heißorb. Hat eines meiner Pokémon eine Attacke oder Fähigkeit, wo ich von dem Heißorb profitiere? Ich glaube nicht, ne? Mir fällt zumindest gar keine ein. Super, dann wäre das erledigt. Ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, aber irgendwie ist mir in letzter Zeit Golfen wichtiger als das Austragen von Pokémon-Kämpfen. Ich habe wohl die Nase voll vom Trainer-Dasein. Den Heißorb brauche ich also nicht mehr, aber ich hätte ihn nur ungern weggeworfen. Gut, dass du ihn jetzt benutzen kannst. Bitte setze ihn weise ein. Nämlich einfach gar nicht. Das ist wahrscheinlich das Weiseste für mich, weil ich meine, er hat ihn ja auch nicht wirklich sinnvoll eingesetzt. Aber na gut. So. Dann wäre ein Pokémon-Center mal wieder ganz cool übrigens. Hier ist aber keins. Route 17 hat gleich die nächste Route mit uns hinterher geballert. Okay. Diese Ebene erstreckt sich vor Pou oder so. Sollte ich kurz zurückfliegen zum Pokémon Center? Eigentlich schon. Ja, mal schnell, weil das war jetzt auch kein weiter Weg. Ich musste halt durch das Blumenmeer durch. Es war jetzt überhaupt kein weiter Weg. Wir sind jetzt dann übrigens gleich im Kreis gelaufen und haben gleich dann alles erkundet. Hier auf der Insel. Ist ganz schön, dass wir jetzt dann... Das ging sogar eigentlich doch relativ schnell. Ich habe sogar erwartet, dass wir für diese Insel am längsten brauchen würden. Ja, haben wir jetzt vielleicht auch gebraucht, keine Ahnung. Aber ich dachte, dass wir jetzt hier viel, viel länger brauchen würden, weil die ja riesengroß waren, vielleicht zu den anderen beiden, zu den ersten beiden. Oder war schon größer, ne? Finde ich schon. Aber ging eigentlich auch sogar halbwegs schnell. Aber ich meine, wir haben noch nicht alles erkundet. Ich soll es nicht zu früh sagen. Es fehlt ja immer noch dann ein bisschen was. Wo bin ich jetzt eigentlich hingeflogen? Achso, ich wollte... Moment, was? Wo bin ich jetzt hingeflogen? Zum Blumenmeer. Achso, zum Blumenmeer. Achso, okay. Ich kann auch zum Blumenmeer fliegen. Okay, ich dachte, ich könnte immer noch zu Pokémon-Centern fliegen. Aber ich kann auch an andere Orte hinfliegen. Deswegen, ich war jetzt verwirrt. Dann fliege ich halt nochmal dahin. Alles klar. Und werde jetzt eben nochmal kurz meine Pokémon durchhalten. Ich könnte natürlich auch einfach halt Tränke und Beleber und Status-Heildinger benutzen. Aber das ist ja viel zu umständlich. Wenn es auch sowas wie Pokémon-Center gibt, das ist viel einfacher. So. Hallöchen. Yay, vielen Dank. So. Gut. Da muss ich jetzt, glaube ich, gar nicht unbedingt fliegen. Da ist doch sogar Rennen eigentlich, also mit Tauros fast schneller, als wenn ich da jetzt hinfliege, oder? Keine Ahnung. Weil Tauros ist ja auch sehr schnell. Wir sind jetzt schon am Blumenmeer direkt wieder. Ich glaube, das ist sogar Tauros wirklich schneller, als da jetzt extra Glurak zu holen. Machen wir es lieber so. Okay. Ja gut, dann können wir noch ein bisschen mit Route 17 anfangen. Alles klärchen. Und hier ein bisschen uns umgucken. Da ist schon wieder ein Team Skull-Typ übrigens. Wer ist eigentlich vorne? Am Vierer. Hat noch 34 als Einziger, deswegen das ist wunderbar. Passt so? So? Hallo? Ich bin ja eigentlich total schwach und dabei kämpfen keine Chance. Aber als Mitglied von Team Sky macht mich deshalb zum Glück keiner dumm von der Seite an. Also muss ich auch gar nicht stark sein. Okay, interessant. So, gibt's hier irgendwelche Items? Nein, erstmal nicht hier in der näheren Umgebung. Was ist hier für ein Haus? Po Polizeiwache, immer nett die Nachbarn grüßen. Gehen wir mal kurz rein. So, Hallöchen. Mautz? Warum sind ja so viele Mautzis? Mautzi Mautz. Okay. Ich werde mal kurz mit allen reden, weil das war nämlich schon mal so, an irgendeinem anderen Ort, dass da auch ganz viele Pokémon auf einem Haufen waren. Und da hätte man mit einem bestimmten reden sollen und das hätte dann einem irgendein Item gegeben. Habe ich aber verschissen, weil ich da zu faul war. Und jetzt mache ich es aber mal. Und jetzt dann gleich kriege ich aber nichts. Ich sehe schon kommen. Von dir auch nicht? Nee. Und von dir kriege ich auch nichts. Okay, aber da glitzert irgendwas. Ah, zigale Würfel diesmal. Okay, alles klar. Oder? Ne, Quatsch. Nee, ich habe irgendwas anderes. Keine Ahnung. Sina ruft an. Brrst. Ich habe gerade ein Signal von deinem Zigale-Würfel empfangen. Der geheimnisvolle Organismus, den er soeben absorbiert hat, ist ein Zigale-Kern. Das ist, okay. Zusammen mit Zigale-Zellen bildet er einen grundlegenden Baustein. Bla, 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 bla. Ja, ja, okay. Was? Ja, ja. Die Erinnerung an die Attacke enthält. Ja, ja. Ja, ja, ist okay. Ja, ja. Ja, ja. Tschüss. So, passt schon. Okay. Ja, ansonsten ist hier nichts mehr, außer viele Mausis. Irgendwie nicht, oder? Ein Wasserspender? Ne, irgendwie nicht. Okay. Dann gehen wir halt wieder. Ja, einen Kampf will ich vielleicht noch machen gegen einen Trainer oder auch gegen ein wildes Pokémon. Eigentlich lieber einen Trainer sogar, wenn hier noch, wenn ich jetzt auf die Schnelle einen finde. Ja, da finde ich einen. Einen Team Skull-Typen. Was ist hier noch? Hier kann ich auch noch entlang gehen. Sind da auch noch Trainer? Ne, hier geht's. Okay, hier komme ich jetzt irgendwie zu so Berg, zu einer Berglandschaft oder so. Das ist auch eine ziemlich große Route, wie es scheint, Route 17. Aber, na gut, wir kämpfen jetzt auch gegen den Team Skull-Rüpel, würde ich sagen. Okay, hallo.
Yo, finde ich voll daneben, wenn jemand immer alles krass ernst und verbissen sieht. Meine Aufgaben bei Team Skull gehe ich aber voll ernst an. Irgendwie strange. Irgendwie strange, ja natürlich. Oh Mann, ey, solche Idioten. So, Hallöchen. Yo, Team Skullrüpel. Mit einem Molunk. Guck mal. Am Vierer gegen Molunk. So. Dürfen wir dann, glaube ich, ziemlich gut in der Tasche haben, den Kampf. Gift, warte mal, ist Gift gegen Gift? Ja, ist natürlich ein bisschen doof, weil ich bin immer nicht sehr effektiv, aber ist er halt auch. Und ich meine, obwohl ich nicht sehr effektiv bin, hält ja auch Molunk gar nichts aus. Das wissen wir ja selber aus Erfahrung. Und deswegen hau ich einfach mit meiner Zerg-Kraft drauf und werde dem trotzdem, glaube ich, ein bisschen Schaden auf jeden Fall machen können. Wir schauen mal. So. Weil eben, wie gesagt, Molunk so gar keine gute Defensive hat. Wir schauen einfach mal. So, dynamische Maxi-Flamme. Wieder mal mit 10 FPS. Jetzt ist besser. Ja, geht sogar. So, du machst Funkenflug. Das dürfte jetzt, mir jetzt auch kaum Schaden machen. Ja, yep, okay. Das wird halt ein bisschen dauern, der Kampf. Vergiften kann ich das Ding ja leider auch nicht, weil es eben selber Gift ist. Ja, vielleicht hätte ich Ränkeschmied machen sollen. Weil der Kampf dauert ja jetzt ein bisschen. Und ja, das wäre sogar vor der Z-Attacke schon besser gewesen. Ich mache mal jetzt einmal Ränkeschmied. Dass dann danach gleich zweimal Funkenflug vielleicht ausreichen wird oder so. Mit sehr cooler Animation. So. Nochmal Funkenflug. Ja, das kann man nämlich nicht arg viel ausrichten, das Funkenflug. Blödsinn, das Funkenflug, das Melung an mir. Deswegen, das passt schon. So, ich selber mache auch nochmal Funkenflug. Aber meins dürfte stärker sein, um einiges. Ja, sehr gut. Okay, ein weiteres wird dann ausreichen. Sehr schön. So. Und nochmal. Und du bist besiegt. Yay. Kabam. Sehr schön. Das sieht man. Selbst wenn man voll ernst bei der Sache ist, gibt es keine Garantie für ein positives Resultat. Ja, so ist es leider. Was sagt der noch so? Schlaues? Oder weniger schlaues? Hohles? Peace, ich bin sogar so gewissenhaft, dass ich dich jetzt anfeuere. Yo, mein Yo-Yo-Bounce. Selbst wenn ich eine Pleite einfahre, darf der Flow nicht abreißen. Was labert der? Yo, sein Jojo? Ach so, alles klar, Bounce. Und dann der Flow darf nicht. Ja, keine Ahnung. Egal. Ich würde auf jeden Fall sagen, Leute, das war's hier für diesen Part von Let's Play Pokémon Moon. Beim nächsten Mal wird es dann hier auf Route 17 noch weitergehen, die ja sehr, sehr weitläufig und sehr groß offenbar ist. Wie es scheint, weil wir können ja auf der Karte auch sehen, dass es da viele verschiedene Wege gibt, die ich entlang gehen kann. Es sind auch bestimmt auch einige Trainer. Und auch wilde Pokémon-Kämpfe werden wir auch wieder hier im hohen Gras machen. Also beim nächsten Mal eben die klassische Routen-Action quasi, ne? Naja, auf jeden Fall würde ich mich da noch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.